Dann lass die einfach mit dem Scheiß entkommen. Ich will nicht, dass Leute sterben. Es werden halt immer weniger Londoner. Passt schon. Mehr Häuser bitte. Schön weiterarbeiten. Was soll ich jetzt noch machen? Ach, habe ich schon. In dem Fall kann ich ja eigentlich hier noch einen weiteren Speer raushauen. Da könnte ich Stahl rausholen, aber das brauche ich ja nicht. Also die Hoffnung ist super gut bei uns aktuell. So, schauen wir mal, dass wir die Heizkörper mal verbessern hier. Und dann, ich will jetzt erstmal alles Stück für Stück verbessern. Was ist hier los? Einen Dampfkern braucht er auch noch. Ich finde es gut, dass er nicht vielleicht den genommen hat, der eh frei ist, sondern dass er irgendeinen anderen nimmt. Der hat jetzt nicht so viel gebracht. Die Londoner sind fast weg. Ich brauche eigentlich nahezu fast schon jemand, der mir Rohnahrung ein bisschen zwischenlagern, sehe ich gerade. Auch ein weiteres Speisehaus. Was ist jetzt los? Lass sie machen, ich will nicht, dass jemand drauf geht.
Es ist eh nur noch einer. Oh, okay, wir haben es geschafft. Die Lander sind wieder auf den richtigen Weg gebracht worden. Oh, Nahrung. Schauen wir mal. Muss jetzt gucken, dass ich bestimmte Sachen so langsam in den Griff kriege. Noch bessere Heizkörper, super. Weniger Kohleverbrauch bitte. Apropos, wie steht's aktuell? Viel zu gut. Als nächstes hätte ich gerne Mauer bohre, bevor ich noch mehr Reichweite reinbutter. Rohstoffe, Sägewerk. Was ist los? Ja. Soll er doch, er macht doch nur Gutes damit. Danach gucken wir, dass wir alles verbessern, was der Generator so drauf hat. Ich renne alle drei dahin. Warum nicht? Das war's. Wusste ich doch, dass du noch nicht zurückkommst. Oh, ich hab Leute ohne Haus. Nicht schön. Essen aber für ein paar Tage. Sachen fehlen noch, aber ich will jetzt erstmal die Heizung haben.
Ah, ich habe noch einen gut. Holz wird also nicht ausgehen, erstmal. Gut gemacht. Bitte die Effizienz als. Nee, erst das Dampfzentrum als nächstes. Danach gehen wir auf die Effizienz. Echt gut, sortiert im Raum und Dampfzentrum, wie es aussieht. Gerne weiter so. So. Flüchtlinge, 9 Stunden, von mir aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das sind. So müsste es passen. Ihr baut mal schön. Natürlich auch 22 die Stunde, ja. Ist okay. Mehr Kohle bitte. Effizienz als nächstes. Ich kann hier wirklich nichts mehr erforschen, oder? Ne, die kommen einfach alle zu mir. Jeder ist willkommen. Ach so. Jeder ist willkommen. Die Effizienz ist verbessert. Leistung. Ja, mehr Leistung auf jeden Fall. Ich bin schon mal recht stolz, dass wir mit den Rationen so weit hinkommen tatsächlich. Kohle.
Generator. Verbrauch steigt jetzt natürlich massiv an dadurch. Du kriegst was. Du kriegst auch Wärme. Dazu packen wir ein Gebetshaus. Ein paar Sanitstationen und einen Toaster extra. Was ist los? Ist okay. Ach, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Was kommt da als nächstes an? Nochmal etliche. Alles gut, wir haben genug. Essen sieht gut aus. Jeder kann behandelt werden. Effizienz. Fände ich gut, wenn ich hier allen gleich eine Zusatzration geben könnte. Okay, machen wir hier drüben weiter. Technologie, nochmal ein Dampfzentrum, das soll wir alle wärmen. Mehr Effizienz. Noch kommen wir hin. Ach, ich habe mal auch noch nicht hochgestellt, sehe ich gerade. Gehen wir auf Generatorstufe 2. Uiuiui, ja, das merkt man sofort. Ja, 22. Ah, jetzt wird es vielleicht auch besser. Wie lange hält das noch? 4 Tage bloß noch. Was kommt hier noch? Ein paar werden es noch.
kein Holz mehr, ja. Gut, die Effizienz wird uns auf jeden Fall helfen. Die Überlastkupplung werden wir brauchen. Ja, bei der Schwierigkeit geht das auch wirklich. Kleines Defizit. Die dritte Welle. Etwas zieht herauf. Oh, mit einmal gibt es hier neue Sachen. Passt, passt. Alles gut. Brauche ich ein bisschen mehr noch. Kann ich noch Mauerbohrer bauen? Echt nur die? Zwei. Reichen. So, das ist alles da. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das kann aus. Machen wir das hier an. Oh oh. Hoffen wir, dass jetzt keiner drauf geht. Warum werden die Leute, eine Frage, warum werden die Leute gerade kranker? Könnt ihr bitte aufhören, ihr macht mir nämlich ein bisschen Angst. Wir haben kaum noch. Die Leute werden aber gar nicht behandelt. Ich weiß echt nicht, warum die krank sind.
Okay. Lager Vulkan. Klingt heißer, als es wahrscheinlich ist. Los, ihr müsst jetzt hinkriegen. Zeit haben wir noch 7 Tage. Die Linsen haben wir, dann wissen wir jetzt ganz genau, wie lange es dauert. Kann auch sein, dass wir es nicht hinkriegen, alle, dass keiner stirbt. Mehr Kohle. Ich muss den Holzkohlemeiler noch verbessern. Gut, das haben wir schon mal gemacht. Lagermeteor. Gut, jetzt geht überall einer hin. Du bist durch. Ja, das ist ein bisschen weniger langsam, Kranke. Sind die ganzen Patienten? Warte mal. Ich glaube, ich hätte was anderes machen sollen. Habe ich schon gemacht. Ja, ich kann nicht verhindern, dass sie jetzt draufgehen. Das ist Kacke. Die müssten sich einfach nur in Behandlung geben. Ich meine, aktuell wäre es ja gar kein Problem. Ich muss sie einfach nur auf Überleben setzen. Ich hatte zwar eigentlich auf die Prothetik abgesehen, aber eigentlich hätte ich tatsächlich was anderes nehmen müssen. Es würde irgendwer sterben, garantiert. Das ist soweit okay. Das brauchen wir alles nicht mehr. Hier bin ich eigentlich durch.
Die Leute müssten sich wirklich nur in Behandlung begeben, dann wäre alles gut. Es hat doch einer gestorben. Gut, dann kann ich es jetzt eh nicht mehr verhindern. Dann lasse ich sie jetzt einfach sterben und baue einfach den scheiß Friedhof. Stattdessen. Dann sterben die halt jetzt, das kann ich nicht verhindern. Aber ohne Krankenhaus kriegen wir es ja auch hin. Die Errungenschaft werde ich mir trotzdem holen. Ja, es ist nicht schön, aber wir machen das jetzt so. Ich muss hier irgendwie. Ich brauche das Gesetz, dass ich die am Leben halten kann, sonst habe ich ein Problem. Ja, jetzt sterben sie halt alle. Sind da echt überall Leute? Nee. Boah, ich habe genug Essen. Verrückte Sache. Kommt der Sturm da etwa schon langsam? Nee, der braucht noch ein bisschen. Warum nicht? Falls alle drauf gehen, können die Automaton ja immer noch weiterarbeiten. Ich habe echt gedacht, wir kriegen es hin, ohne dass irgendjemand drauf geht. Vielleicht kann ich es aber von dem einen Punkt nochmal machen und dann die einfach auf das hier halten. Warte. Ja, Moment. Ich habe sie auf Lebenserhaltung. Gut, dann halt das. Ne, brauchen wir mal die Bestattungszeremonie. Ich habe sie auf Lebenserhaltung, aber die gehen nicht dahin. Dann kann ich euch auch nicht helfen, ihr Idioten. Ihr habt doch die Zeit dafür. Holzkohlemeiler. Hier können von Automatonen betrieben werden. Dann gehen sie halt drauf, dann kann ich das gleich aber eigentlich nochmal machen. Okay. Wir gehen mal zurück. Hat noch ein bisschen Zeit. Da muss ich das gleiche dann eigentlich nochmal machen mit dem tatsächlich mit dem Krankenhaus dann.
Das war's, seid durch. Steht jetzt. Ich sollte auf jeden Fall alles ein bisschen noch verbessern. Langsam kommt der Sturm tatsächlich näher. Dann sterben sie halt. Was hätte ich jetzt schon gemacht? Noch nicht. Also, wie viel Projekt? Hier gleich beenden. Keine Ahnung, was für Technologie wir dann kriegen. Stufe 4. Reicht immer noch. Auch gut. Jetzt sind fast alle weg. Nur noch einer krank. Auflösen. Was ist jetzt los? Was für Technologie ist das? Kann ich damit machen? Keine Ahnung. Sieht zwar gut aus. Trotzdem Stufe 4 läuft. Die Signalstation wieder da. Ja. Das können wir nur noch abwarten. Das mache ich aber beim nächsten Mal. Würde ich sagen, das war Let's Play Frostpunk für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.